Hey Leute, ich bin's, die Heidi mit den geilsten Beauty-Aktien. Ich schwör, Aktien, die krass steigen und Companies, die voll fett Kohle machen. Zum Beispiel, weil sie dir solche Dinger hinmachen, voll heftig und mit Botox. Botox-Party! Und das Beste ist, das ganze übrige Video ist komplett ohne mich. Wie jetzt? Ohne mich. So, das war gerade unsere Heidi. Heidi, von dir hätten wir uns mehr erwartet. Ich habe heute leider für dich kein Foto. Und Ihnen willkommen bei Zukunftsmärkte. Heute geht's, wie wir schon gehört haben, um Aktien aus dem Bereich Beauty und Gesundheit und das jeweils aus den Schwellenländern. Der Beitrag ist schon lang überfällig. Ich habe vor einiger Zeit hier ja angedroht, wenn mein Kanal nicht bald mehr Abonnenten bekommt, dann mache ich daraus einen Kanal nur noch mit Beauty-Tipps und Katzenfotos. Das hat gewirkt, offensichtlich. Der Zukunftsmärkte-Kanal hat jetzt inzwischen über 22.000 Abonnenten. Es sind also seitdem viele neue Zuschauer dazugekommen. Das hilft mir sehr und dafür bedanke ich mich auch herzlich bei Ihnen. Was jetzt nicht heißt, dass nicht noch Luft nach oben wäre. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben und wenn Sie meinen Kanal auch unterstützen wollen, dann abonnieren. Dabei auch die Glocke drücken, die Benachrichtigung, wenn neue Videos von mir da sind. Und dafür, das verspreche ich Ihnen, werde ich auch in Zukunft Themen im Aktienbereich behandeln und Aktien behandeln, die Sie woanders vielleicht nicht so finden und woanders nicht so behandelt werden. Heute also endlich die Beauty-Aktien. Und ich habe bis auf das Intro jetzt mal der Versuchung größtenteils widerstanden, dass ich mich über die ganze Sache lustig mache. Es würde der Sache ja auch nicht gerecht werden, weil Beauty, Schönheit und so weiter, es geht da inzwischen ja um riesige Märkte auch. Und gerade in Asien und Lateinamerika oder in den Schwellenländern allgemein, da wachsen diese Märkte ja auch noch stark. Weil sich auch da die Prioritäten bei den Verbrauchern massiv verändern und weil es auch da jetzt natürlich einen Mittelstand gibt, einen neuen Mittelstand mit Milliarden Menschen, die eben jetzt auch erstmals signifikant Geld ausgeben können für Gesundheitsprodukte und für Schönheitsprodukte. Und wir starten gleich mit der ersten Aktie. Da geht es um Brustimplantate. Und um einen Innovationsführer in dem Bereich. Die Firma heißt Establishment Labs. Und das Unternehmen kommt aus einem Land, in dem man es vielleicht nicht unbedingt vermuten würde, nämlich aus Costa Rica. Und das ist die Aktie in Frankfurt seit Anfang 2019. In den USA gibt es die Aktie schon ein Jahr länger. Es war auch meines Wissens das erste Unternehmen aus Costa Rica, das in den USA gelistet worden ist. Und die Aktie hat sich sehr gut entwickelt, wie wir hier sehen, vor allem in den letzten Monaten. Und wenn man die Aktie handeln will, man sollte das dann eigentlich auch eher an der Nasdaq machen, wegen dem Handelsvolumen. Wenn man sie in Frankfurt kaufen will, dann am besten immer nur mit einer streng limitierten Kauforder. Brustimplantate ist alles andere als trivial das Thema und es geht da auch nicht um Billigartikel, weil so einen Fremdkörper im Körper zu haben, das ist nicht ungefährlich. Die werden inzwischen auch relativ streng getestet und auch die Zulassungsverfahren sind streng. Und einer der Marktführer zum Beispiel in dem Bereich, das ist der Konzern Allergan. Da gab es in letzter Zeit das Problem, dass die sogenannten texturierten Implantate, die eine aufgeraute Oberfläche haben, was zurzeit noch der Standard ist, die können eine Immunreaktion hervorrufen und die kann wiederum Krebs verursachen. Passiert nur in ganz, ganz wenigen Fällen, aber es kann passieren.
Das hat zu einer großen Rückrufaktion geführt und Rückrufe sind ja immer eine heikle Sache. Das ist schon bei Anhängerkupplungen oder sowas heikel. Aber bei Brustimplantaten, da ist es natürlich wirklich heikel. Und Allergan zieht sich darum auch aus vielen Märkten jetzt zurück mit seinen Implantaten. Und das sagen viele Analysten, das ist jetzt eine große Chance für Establishment Labs. Die haben nämlich keine texturierten Implantate, sondern die Motiva-Serie, so nennt sich diese Serie, die haben eine glatte Oberfläche mit einer nanotechnologischen Strukturierung. Und sie haben außerdem noch eine Schutzbarriere mit Indikatorschicht, mit der man auch sofort erkennen könnte, zum Beispiel, wenn Silikon ausfließen würde. Insofern ist es das führende Produkt momentan in einem Markt, wo es ja auch wirklich auf Sicherheit ankommt. Establishment Labs ist schon in ein paar Märkten aktiv, also zum Beispiel Brasilien, Japan, Korea, Skandinavien auch. Es sind schon über 1,3 Millionen Implantate verbaut worden, wenn man so will. Wo sie noch nicht sind, das ist China und die USA. In China soll nächstes Jahr die Zulassung kommen, in den USA ein Jahr drauf. Und dann wäre man aber in den beiden Märkten, die zusammen für 2/3 aller Brustimplantationen weltweit stehen. Es wäre ein Riesensprung nach vorn. Und insgesamt liegt das Weltmarktvolumen bei 1,5 Milliarden Dollar pro Jahr. 2019 ist der Umsatz von Establishment Labs schon gestiegen um 46%. 2020 ist er dann nur noch leicht gestiegen. Es war ja Corona-Krise. Die Welt hat andere Sorgen gehabt. Aber der große Wachstumssprung, der steht ja sowieso erst noch bevor. Es gibt aber auch ein paar Nachteile. Erstens, die Kosten sind momentan noch sehr hoch. Establishment Labs ist dadurch defizitär. Dann zweitens, die Marktdurchdringung wird auch teuer bleiben, auch in Zukunft wahrscheinlich, weil man muss ja in all diesen Märkten noch Überzeugungsarbeit leisten, weil ja die meisten Chirurgen noch nicht mit diesen neuen Implantaten arbeiten. Dann drittens, der Sektor ist natürlich ein riskanter Sektor, siehe Allergan, hat man ja gesehen, was passieren kann. Und viertens, die Aktie ist auch nicht mehr billig. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 1,6 Milliarden Dollar bei einem Jahresumsatz 2020 von ungefähr 85 Millionen Dollar. Es ist also schon viel Fantasie drin im Kurs. Was macht man mit so einer Aktie? Ist eine spekulative Aktie, ganz klar. Es ist auch eine Wachstumsaktie und die stehen zurzeit ja unter Druck, zumindest letzte Woche war es noch so. Das heißt, wenn man da einsteigt, wird man wahrscheinlich eher momentan nur eine kleine Position kaufen. Vielleicht wartet man ja auch sowieso noch ab, wie sich der Markt jetzt die nächsten Wochen verhält. Aber die Korrektur, die wir gerade haben bei Wachstumsaktien allgemein, die kann in dem Fall natürlich schon eine Chance sein. Und ich glaube, es ist gut, wenn man von der Aktie zumindest schon mal was gehört hat. Ich finde sie ganz interessant. Bevor es jetzt weitergeht mit weiteren Aktien, ich habe natürlich mehr Beauty-Aktien, als ich heute behandeln kann in diesem Video. Und die restlichen gibt es morgen im Zukunftsmärkte-Report. Da schauen wir uns zum Beispiel die Aktie von Yatsen an. Das ist ein Kosmetikhersteller, der in China seine Linie gerade über die sozialen Medien in den Markt drückt. Und noch ein paar andere schöne Beauty-Aktien auch. Und die Zukunftsmärkte-Reports, die sind auch gratis, die kann jeder kriegen. Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Nicht vergessen, morgen früh geht es also gleich weiter mit neuen Beauty-Aktien. Und hier geht es auch weiter, und zwar mit Sichuan Pharmaceutical. Hier der 5-Jahres-Chart in Hongkong-Dollar. Sichuan Pharma, ich kürze das jetzt ab. Das ist einer von den breit aufgestellten Pharmakonzernen in China. Die haben die letzten Jahre jetzt keine leichte Zeit gehabt. Der Markt wächst zwar stark für Pharmaprodukte, er wird aber auch jetzt doch immer stärker auch reguliert, vor allem die Preise.
Und das trifft vor allem die Pharmakonzerne in China, die eher Standardmedikamente haben. Es ist ein ganz klassischer chinesischer Pharmakonzern eigentlich. Die wichtigsten Bereiche sind Herz-Kreislauf-Medikamente, Krebsprodukte, dann Produkte gegen Infektionserkrankungen. Sie forschen auch viel, also es könnten da einige neue Produkte auf den Markt kommen in den nächsten Jahren, was aber auch immer wichtiger wird. Das ist ein neuer Bereich, nämlich das Geschäft mit Botox. Botulinumtoxin ist bekannt, ist unentbehrlich für jeden, der mit 80 immer noch so aussehen will wie mit 30, was nicht immer klappt. Es ist aber auch mit Abstand das tödlichste Gift, das wir kennen. Mit einem Gramm Botox könnte man 1 Million Menschen umbringen, wenn man das will. Und darum sind zum Beispiel in China nur 4 Anbieter überhaupt zugelassen für Botox. Einer davon ist Sichuan Pharma. Der Lieferant von diesem Botox kommt aus Südkorea. Das ist da ein Spezialist für ganz hochwertige Botox-Produkte. Das Wichtigste davon ist Letybo 50U. Das ist jetzt am 10. Februar auch in China zugelassen worden zum Vertrieb. Das Marktpotenzial ist groß. Der Anteil von Botox-Behandlungen am Markt für medizinische Ästhetik in China, der liegt bis jetzt noch bei unter 2%. Man rechnet aber mit einem Wachstum von 30% pro Jahr auf ein Gesamtmarktvolumen im Jahr 2025 von 1,8 Milliarden Dollar. Und 30% von diesem Marktvolumen, das will Sichuan Pharma erreichen mit Letybo. Und wenn man sich das große Vertriebsnetz anschaut, das die haben, dann könnte das auch klappen. Sichuan Pharma ist netto schuldenfrei. Der Börsenwert liegt bei 2,4 Milliarden Euro umgerechnet. 2020 ist wahrscheinlich nicht gut gelaufen wegen Covid-19. Wir haben da ein KGV jetzt auf den für 2020 erwarteten Gewinn von 34. Wenn wir jetzt aber 2019 nehmen würden, also ein Jahr, das eher normal war, dann haben wir ungefähr eine KGV-Bewertung von 16. Also eine solide Pharma-Aktie zusätzlich mit Botox-Fantasie. Vielleicht muss man noch abwarten, bis sich der Markt wieder beruhigt, aber grundsätzlich meiner Meinung nach auch nicht uninteressant. Und dann die dritte Aktie, für die wirft mein Programm leider keinen Chart aus. Sisram Medical, das ist hier darum jetzt der Chart direkt von der Börse Hongkong und natürlich in Hongkong-Dollar seit dem IPO im Jahr 2017. Als die an die Börse gegangen sind, da war die Euphorie groß. Wer damals eingestiegen ist, der hat Pech gehabt, muss man sagen. Die letzten Jahre war sie dann aber eigentlich eher unterbewertet. Und dieses Jahr ist sie dann wiederentdeckt worden, die Aktie. Eigentlich ist es ein Unternehmen aus Israel, das Alma heißt. Und die produzieren Speziallaser für medizinische und kosmetische Behandlungen. Und davon eine große Palette. Da geht es um Hautstraffung, Hautverjüngung, Narbenbehandlung, Entfernung von Tattoos und auch Fett wegbügeln mit Ultraschall. Ist mein persönlicher Favorit. Peloton, das war's. Und ist der größte Anbieter oder einer der großen Anbieter von diesen Geräten, ist in 80 Ländern präsent auch, heißt jetzt aber Sisram Medical. Die sind nämlich übernommen worden von Fosun Pharma aus China. Fosun Pharma habe ich ja im letzten Video schon besprochen, sind eingebracht worden in Sisram Medical und dann 2017 wieder an die Börse gebracht worden. Und das Ziel von dieser Übernahme durch Fosun war natürlich, dass man diese Laser und diese Geräte jetzt eben auch in den großen chinesischen Markt bringt. Und das ist auch ganz gut angelaufen. Man muss sagen allerdings auch, das Wachstum in den letzten Jahren, das war jetzt nicht so hoch, wie die Anleger gehofft haben wahrscheinlich. Wir haben Umsatzwachstum gehabt, immer so zwischen 10 und 15%. Das Gewinnwachstum war dann immer noch ein bisschen höher. Bis auf 2019, da ist dann der Gewinn zurückgegangen, leicht wegen gestiegener Vertriebskosten. 2020 wird auch nicht so glorreich werden, auch wieder wegen Corona-Krise. Aber im ersten Halbjahr waren sie zumindest noch profitabel. Und wenn man jetzt 2020 hier auch wieder weglässt und wenn man 2019 als Maßstab nimmt, dann ist Sisram Medical bewertet, auch mit einem KGV von 16. Und auch Sisram Medical ist netto schuldenfrei.
Insofern würde ich sagen, es ist kein super Wachstumswert, aber es ist noch ein Wachstumswert. Das Wachstum ist auch stetig, es war verlässlich auch bis jetzt und es ist ein Geschäft, wo ich vermuten würde, dass es auch eine ganz gute Zukunft hat. Darum, ich finde die Aktie sympathisch, ist eine Aktie mit Langfristperspektive, würde ich sagen. Man kauft sich wahrscheinlich am besten ab und zu mal ein paar Stück, wenn man das machen will. Die lässt man dann am besten auch eher dann liegen erstmal. Es gibt aber auch Nachteile. Erstens ist es ein Small Cap, hat einen Börsenwert von nur 300 Millionen Euro, ist also ein kleines Unternehmen. Und zweitens, leider, leider, die Aktie ist auch nur handelbar direkt in Hongkong. Da kostet sie 85 Hongkong-Dollar. Die kleinste Einheit, die man kaufen kann, sind 400 Stück. Das Kürzel ist 1696. Es kann sie also leider nicht jeder kaufen oder es ist zumindest aufwendiger, die zu kaufen. Aber trotzdem, ich stelle solche Aktien trotzdem auch immer wieder mal gern vor, weil die woanders eben nicht so vorkommen und nicht so besprochen werden. Das waren jetzt schon mal die Beauty-Tipps. Nicht vergessen, morgen kommt eben noch mehr. Morgen im Zukunftsmärkte-Report. Einfach eintragen auf www.zukunftsmärkte.de. Kostet Sie auch nichts, nutzen Sie das. Und jetzt wollen Sie wahrscheinlich doch noch einen Beauty-Tipp. Zum Beispiel, wo hat Heidi plötzlich ihre schönen Haare her? www.perücke24.de oder alternativ, sie kochen bei Vollmond eine Fuchsleber mit Eisenhut, Fliegenpilzen in reinem Alkohol und runter damit. Ich habe es ausprobiert, ich fand es sehr belebend und ein positiver Nebeneffekt war, mir sind plötzlich alle Indizes erschienen, alle wichtigsten Indizes mit der Kursentwicklung bis Ende 2021. Ich mache das jetzt jede Woche und seitdem läuft's. Alles Gute Ihnen, herzlichen Dank fürs Zuschauen.